Wolken spiegeln sich in einem Augewässer im Alpenvorland. Ihre Last speist die Quellen desselben Flusses. Auf dem langen Weg dazwischen wächst ein Strom heran. Ein Strom mit ständig wechselndem Gesicht. Und mit jeder seiner Wandlungen lädt er neue Gäste ein und holt alte, lang Vermisste zurück. Seit Jahrtausenden nutzt auch der Mensch den längsten aller Alpenflüsse. Er hat seine Wasser befahren, seine Ufer besiedelt. Immer weniger hat er sich als Gast gebärdet, immer mehr als Herr. Und doch bleibt die Kraft des wasserreichsten Stroms der Alpen ungebrochen. Sogar von seiner wilden Schönheit hat er sich einiges bewahrt. Der Inn, der grüne Fluss aus den Alpen. Das höchstgelegene Schweizer Alpental heißt Engadin, der Garten des Inn, der Garten seiner Kindheit. Seit wohl zwei Jahrtausenden feiert man hier den Tschalander März, den ersten Tag des Monats März. An diesem Tag begann im Römischen Reich, zu dem auch das Engadin gehörte, das neue Jahr. Das ohrenbetäubende Lärmen jagt die Wintergeister aus den Gassen aus kaltem Gemäuer. Es soll die Natur aus ihrem Winterschlaf schrecken. Und wohl auch den Fluss. Das laute Ritual verfehlt nicht seine Wirkung. Ein Fluss ist nicht nur Wasser. Zermahlenes Gestein fließt in der Strömung mit, tonnenweise. Milliarden mineralische Partikel reflektieren nur einen Teil des Sonnenspektrums. So kommt der Inn zu seinem satten Grün. Es gibt nur einen Flecken in den Alpen, von wo das Wasser in drei Meere fließt. In die Nordsee, ins Mittelmeer und ins Schwarze Meer. Der Longinpass ist eine Dreifachwasserscheide. Hier beginnt der längste und wasserreichste Fluss der Alpen seine Reise durch drei Länder. 517 Kilometer von der Schweiz durch Österreich nach Deutschland, wo er sich bei Passau mit der Donau vereint. Der Longinsee, 2500 Meter über dem Meer. Er sammelt die Schmelzwasser der umliegenden 3000er. Sein Abfluss ist der junge Inn. An seinen Ufern tummeln sich Arktisbewohner, deren Vorfahren aus der letzten Eiszeit stammen. Schneehühner. Anfang Mai haben sie ihr reinweißes Wintergefieder weitgehend verloren. Auf den Schneefeldern sind sie nun allzu gut sichtbar. Drum haben sie es eilig zu den schützenden Felsen. Die Füchsin hat einen Wurf zu füttern. Und pirscht jetzt sogar am helllichten Tag. Die Murmeltiere sind schon putzmunter und äußerst misstrauisch. Im Hochgebirge wird der Fuchs nicht fett.
Seit der Eiszeit ist der Steinbock begehrtes Jagdwild. Im 17. Jahrhundert hatte man ihn in Europa ausgerottet, bis auf einen kleinen Restbestand im italienischen Aostatal. Vor etwa 100 Jahren brachten Schmuggler von dort 5 Tiere in die Schweizer Alpen. Heute bevölkern deren Nachkommen den gesamten Alpenraum. Allein im Engadin leben viele Dutzend Steinböcke. Der Inn verlässt den Lunginsee als kleiner Bergbach. Während er über Kaskaden 700 Meter hinabstürzt ins Oberengadin, gewinnt er rasch an Mächtigkeit. Durch ebene Wiesen fließt er zum Silser See, dem größten und höchstgelegenen der 4 Seen des Oberengadin. Wenige Wochen zuvor, Ende März, waren die Uferwiesen ein einziger Blütenteppich. Krokusse und Grasfrösche erwachen gleichzeitig aus der Winterruhe und gleichermaßen massenhaft. Gut 6 Monate haben die Frösche im Untergrund verbracht, frostsicher, im Finstern. Jetzt drängt es sie ins Licht, vor allem aber ans Wasser. Von weiten Berghängen kommen sie zu Tausenden zusammen. Es heißt, pünktlich sein, die Paarungsorgie dauert nur 3-4 Tage. Für jedes Weibchen sind genug Männchen da, mehr als genug. Sobald die Eier abgelegt sind, sind die Weibchen wieder dahin. Zurück bleibt eine reine Männerrunde. Viele der Männchen sind leer ausgegangen. Vielleicht kommt ja doch noch eine Nachzüglerin. Wer zuletzt hofft, hofft am längsten. Ein typischer Vogel der Tiefebene. Was sucht er am Silser See? Der Silser See liegt auf 1800 Meter. Dieser Haubentaucher hat ihn dennoch ausgewählt. Es ist wohl der höchstgelegene Brutplatz eines Haubentaucherpaares auf dem Kontinent. Das Paar baut ein schwimmendes Nest, denn der Wasserstand kann schwanken. Die feuchte Kinderstube ist nicht so klamm, wie man erwarten möchte. Sie ist beheizt. Faulende Pflanzenteile werden das Gelege wärmen. Dieses Kopfschütteln ist durchaus kein Nein. Es bedeutet, schau mir ins Auge, Kleines. Erst ins linke, dann ins rechte. Nach genügend tiefen Blicken ist man bereit, zur Sache zu kommen. Die Paarung ist zugleich ein Stresstest für das neue Nest. Es ist ja mit Stürmen zu rechnen und mit heftigem Wellengang. Vier Wochen später, Anfang Mai. Wenn die Haubentaucher das Nest verlassen, bedecken sie es mit Pflanzen. Die Tarnung muss sein. Erspähen, Kolkraben oder Krähen das Nest war alle Liebesmüh vergeblich. Auch wenn das Gelege nicht eben in trockenen Tüchern liegt, es ist dennoch warm und sicher.
die vier Oberengadiner Seen. Ein Echo aus der Zeit, da Gletscher, mehr als 1000 Meter mächtig, das Tal randvoll mit Eis erfüllten. Der Inn durchfließt sie alle vier. Und hier zieht er das Geld an. Am Ufer des St. Moritzer Sees hat der Gast mehr Luxushotels auf engem Raum zur Auswahl als irgendwo sonst in der Schweiz. Hochzivilisiertes Hochgebirge. Gleich unterhalb von St. Moritz zeigt der halbstarke Inn seine wilde Seite. Er tobt durch eine eng verblockte Schlucht mit hohen Stufen, Walzen und Wirbeln. Ein Hochgenuss für Kajakfahrer, aber keineswegs für jeden. Die Slalomstrecke durch die Innschlucht ist nur Könnern vorbehalten. Wildwasser des 5. von 6 Graden, bei normalem Wasserstand. Bei Hochwasser wird diese Schlucht zum Fleischwolf. Jeder Kajakfahrer weiß, was Technokraten oft erst durch Schaden lernen. Mit dem Strom kann nur leben, wer sich ihm fügt. Ihn bezwingen wollen, das ist vermessen. Der Mensch ist gegenüber dem Fluss nicht mächtiger als dieser kleine Vogel. Ein kleiner Vogel mit großen Ansprüchen. Für ihn muss vieles stimmen. Die Dimension des Flusses, die Fülle an Wasserinsekten, die sicheren Nistplätze. Die Wasseramsel ernährt sich von Köcher- und Steinfliegenlarven. Die aber leben auf dem Flussgrund. Dieser Vogel hat keine Schwimmhäute. Er rudert nicht wie eine Ente. Er fliegt im Wasser, wie ein Pinguin, selbst in starker Strömung. Kein anderer flugfähiger Vogel kann das. Köcherfliegenlarven schützen sich vor Fressfeinden mit einem Panzer aus Steinchen. Die Wasseramsel ist davon unbeirrt. Sie schlägt den Panzer ab, bevor sie ihren Jungen den zarten Inhalt bringt. Hier leben auffällig viele Wasseramseln. Ein Beweis für die Natürlichkeit dieser Flussstrecke. Flussabwärts öffnet sich das Tal. Der junge Inn hat sich ausgetobt. Für eine Weile. Nach der durchtosten Schlucht ist das Wasser reich an Sauerstoff, aber es fließt hier ruhiger. Das ist der ideale Laichgrund für Eschen. Ende April sammeln sie sich an einer bestimmten Schotterbank. Zuerst treffen die männlichen Fische ein. Jeder versucht, einen besonders günstigen Laichplatz zu besetzen. Günstig bedeutet grobes Substrat, aber nicht allzu grob. Gut durchströmt, aber nicht allzu heftig, sodass der Grund nicht versandet und verschlammt. Die Männchen mit den besten Plätzen haben auch die besten Chancen, wenn die Weibchen kommen.
Hat ein Weibchen einen Partner oder vielleicht auch nur dessen Platz gewählt, reiben die beiden ihre Körper aneinander, um sich zu synchronisieren. Rogen und Sperma müssen exakt gleichzeitig ausgestoßen werden. Kräftige Flossenschläge säubern die Laichmulde von Sand. Immer schon folgten die Wege der Menschen den Flüssen. An einer Enge des Inntals versperrt die Festung Altfinstermünz den Weg. Im Mittelalter war hier Maut zu zahlen. Andernfalls saß man in der Klemme, in der Klamm. Seit Jahrhunderten ist diese Brücke Grenzübergang, heute zwischen der Schweiz und Österreich. Etwa 100 Kilometer hat der Inn bis hierher schon zurückgelegt. 200 Kilometer Fließstrecke durch Tirol stehen nun bevor. Im oberen Inntal bereitete ein Gletscher während der Eiszeiten das Flusstal vor. Das Tiroler Oberinntal ist immer noch eng, von Steilhängen gesäumt. Hier hat man dem Fluss nur an wenigen Stellen seine Ursprünglichkeit gelassen. Da, wo er noch ein wenig Ellbogenfreiheit hat, schaffen Hochwasser immer neue Sand- und Schotterbänke. Darauf sind manche Flussbewohner angewiesen. Der Flussregenpfeifer braucht blanke Schotterbänke. Sein Bodengelege ist als Flussschotter getarnt. Einst gab es solche Schotterbänke entlang des ganzen Flusses. Mittlerweile sind sie rar. Und ebenso rar geworden ist der Flussregenpfeifer. Auf 200 Kilometer Flussstrecke in Tirol kommen gerade noch 4 bis 5 Brutpaare. Eine Schotterinsel mitten im Fluss, einigermaßen geschützt vor ansonsten allgegenwärtigen Menschen. Da fühlt sich auch der Iltis wohl. Nach einer anstrengenden Nacht wird er hier dösend den Tag verbringen. Nur noch wenige Meter trennen ihn von seinem Versteck. Doch auf dem Weg dorthin liegt das Regenpfeifernest. Ahnungslos ist der Iltis über das Gelege spaziert. Er ist erschöpft und will nur eines: schlafen. Noch traut der Regenpfeifer dem Frieden nicht. Sicher ist sicher. Schnarchgeräusche im hohlen Baumstamm? Dann kann man getrost weiterbrüten. Je weiter das Tal sich auftut, desto tiefgreifender hat der Mensch den Inn verändert. Alte Auwälder, Schleifen und Nebenarme sind verschwunden. Der Fluss schießt dahin in einem engen, künstlichen Kanal. Von seinem ursprünglichen Flusslauf bleiben nur noch Reste. Über Jahrhunderte war der Inn Tirols Lebensader und Geißel zugleich. Immer mächtigere Technik zwang den Inn in feste Ufer und zwischen Deiche. Statt sicheren Abstand zu halten, rückte man dem Fluss immer näher, machte aus Überschwemmungsflächen Äcker, Wiesen und Bauland.
Der einst weit verzweigte Inn wurde gebändigt. Die ehemaligen Auen sind besiedelt. 8 der 11 Tiroler Städte schmiegen sich an den Inn und nehmen das Risiko des nächsten Hochwassers in Kauf. Die Eroberung des Talbodens hat ein riskantes Ausmaß längst überschritten. Das hat man mittlerweile doch begriffen. Wenn heute Bagger auffahren, geht es deshalb nicht mehr um Uferverbau. Die Milse Au im oberen Inntal. Hier haben sich Ökologen mit Behörden und Landwirten verständigt. Man hat beschlossen, dem Inn wieder mehr Raum zu lassen. Und kaum hatte er ein wenig Freiheit, schuf der Fluss von selbst einen hochwertigen Lebensraum. Und ein Erholungsgebiet für die Menschen. Nur 5% der einstigen Tiroler Innauen sind heute noch da. Soll der Inn ein lebendiger Fluss bleiben, müssen dringend weitere Rückbauprojekte folgen. Eine intakte Au ist nicht nur Lebensraum für unzählige Tier- und Pflanzenarten, sie ist der wirksamste und billigste Hochwasserschutz und der sicherste Garant für kostbares Trinkwasser. Der Inn ist ein Gebirgsfluss, umgeben von 3000ern. In seinem riesigen Einzugsgebiet gehen regelmäßig heftige Gewitter nieder, mit den ergiebigsten Niederschlägen Mitteleuropas. Drängt vom Atlantik her eine Feuchtluftströmung an die Alpenkämme, so schießen bald von allen Berghängen Wildbäche zu Tal. Dann schwillt der Inn gewaltig an. Über Nacht wird er wieder zum reißenden Fluss. Auf solche Hochwasser warten nur wenige Menschen. Die Holzfischer. Ihnen bringt der Fluss reiche Ernte. Einst war genau geregelt, was man sich nehmen durfte. Entwurzelte Bäume, Wurzelstöcke und Äste waren Gemeingut. Geschnittene Stämme, also Triftgut, waren Eigentum der Holzhändler. Heute ist das Holzfischen eine Leidenschaft von wenigen. Wer ein Grundstück am Inn besitzt, darf sich nehmen, was der Fluss ihm zuträgt. Den einen besorgt der Inn manchen gemütlichen Winterabend am Kamin. Den anderen ist er eine Naturgewalt, Wandel und unberechenbar. Deshalb schwebt über den Ufersiedlungen ein Damoklesschwert. Das Risiko misst man in Zeiträumen. Gegen ein Jahrhundert Hochwasser hilft keine Technik. Oft schon entgingen ganze Städte nur knapp der Katastrophe. Das gilt auch für Innsbruck, die größte Stadt am Inn. Seit einigen Jahren steht auf der Innbrücke eine Christusstatue. Ausdruck eines erwachenden Risikobewusstseins? Innsbruck. Der Name sagt das Offensichtliche. Leben und Schicksal der Stadt sind mit dem des Flusses auf das Engste verknüpft. Mit über 120.000 Einwohnern ist Innsbruck die zweitgrößte Stadt in den Alpen. Seit Jahrhunderten kreuzt sich an der Innbrücke der kontinentale Nord-Süd mit dem regionalen Ost-West-Verkehr.
Einst beförderten Flöße und Schiffe fast alles Lebensnotwendige auf dem Wasser. Mitte des 19. Jahrhunderts übernahm den Transport die Eisenbahn, im 20. Jahrhundert die Straße. Heute wirkt es so, als hätte man den Inn beiseite geschoben. Autobahnschutzzäune verbergen ihn vor den Augen der großen Welt, die ihn entlang rast. Millionen Reisende ahnen nichts von den letzten kleinen Uferparadiesen da und dort. Etwa von einem Auwaldrest im unteren Inntal. Fraßspuren an Weiden verraten einen Heimkehrer aus jüngster Zeit, der in Tirol fast zwei Jahrhunderte lang ausgerottet war. Der letzte bodenständige Biber wurde 1813 erlegt. Vor wenigen Jahrzehnten wilderte man in Bayern einige Biber aus. Das Projekt wurde ein großer Erfolg. Von Bayern ausgehend, den Inn aufwärts, wanderte der Biber auch nach Tirol. Die Tiere bauen mächtige Burgen, in denen sie den Tag verschlafen. Wenn es Abend wird, drängt sie der Hunger ins Wasser. Biber sind konsequente Vegetarier. Sie fressen das Laub und die zarte Rinde von Baumkronen. Da sie keine Kletterer sind, heißt das Bäume fällen. Die Nahrung holen sie sich vom Ufer. Aber gefressen wird immer im Wasser. Nur da fühlt sich ein Biber sicher. In einem Bau leben manchmal mehrere Generationen zusammen, ohne Generationenkonflikt. Absolute Autorität der Familie ist die Matriarchin. Ist sie gut gelaunt, sind es die übrigen Familienmitglieder auch. Dann und wann ist sie auch für eine Zwischenmahlzeit gut, auf Tirolerisch Marent. Danach wird wieder gespielt. Mit den Geschwistern. Und mit den dicken Tanten, die noch einmal zu Kindern werden. Die Töchter bleiben auf dein Leben lang in der Nähe der Mutter. Die Söhne müssen den Bau mit zwei Jahren verlassen. Da sind sie noch halbwüchsig. Bei Kufstein verlässt der Inn die Alpen und Tirol. Ab der deutschen Grenze fließt der Inn weitere 200 Kilometer durch Bayern, das Land vor den Bergen. Nur von Fluss kann hier kaum noch die Rede sein. Bis er sich mit der Donau vereint, ist der Inn nun eine beinahe durchgehende Kette von Stauseen. Die Bezeichnung Strom trifft es schon eher. Ein Kraftwerk nach dem anderen verwandelt die Kraft des Inn in, tja, Strom. Nur eine Ausnahme gibt es. Bei Mühldorf in Oberbayern fließt der Inn etwa 30 Kilometer frei dahin. Nicht
noch, sondern wieder. Dieser Rest an Freiheit wurde dem Fluss bewusst zurückgegeben. In der Vergangenheit war auch dieser Flussabschnitt hart reguliert. Dann startete das Wasserwirtschaftsamt Rosenheim ein mutiges Projekt. Wenigstens hier sollte der Inn wieder zum Fluss werden. Zuerst wurde die Steinbefestigung entfernt. Dann erhöhte man die Wassermenge. Früher wurde das meiste Wasser zu einem Kraftwerk abgeleitet. Jetzt soll dem Inn genug zum Leben bleiben. Der Erfolg ist verblüffend. Innerhalb weniger Jahre hat sich der Fluss selbst wieder mehr Raum genommen. Er riss Baumstämme mit sich und hinterließ frische Uferanrisse. Das sind spezielle Lebensräume, wie sie sonst nirgends mehr am Inn zu finden sind. Doch dann zeigte sich ein neues Problem. Die stärkere Strömung riss immer mehr Geröll mit sich. Die Kraftwerke flussaufwärts behinderten den Nachschub. Der Fluss begann sich einzugraben. Der Grundwasserspiegel sank. Der Auwald drohte auszutrocknen. Die bayerischen Wasserbauer wagten ein weiteres Experiment. Um die Strömung zu bremsen und das Geröll zurückzuhalten, stellten sie alle paar hundert Meter eine Barriere aus Felsblöcken ins Flussbett. Experiment gelungen. Mittlerweile ist die Flusssohle stabil. Den besten Beweis, dass der Inn wieder zum Naturzustand zurückfindet, liefert ein riesiger Fisch. Jahrzehntelang hatte sich im Inn der Huchen nicht mehr fortgepflanzt. Nun aber finden sich wieder Laichgruben. Und hinter den Felsen lauern die dunklen Riesen wieder auf Beute. Die wiedergewonnene Flussdynamik schafft geradezu exotische Lebensräume. Etwa diese Mini-Wüste mitten im Fluss. Sandbienen können hier Brutzellen graben und sie mit Pollen füllen. In jede Brutzelle legen sie dann ein Ei. Sind die Larven geschlüpft, ernähren sich diese von den Pollen. Weniger friedlich lebt der Dünensandlaufkäfer. Zum Glück ist er nur wenige Zentimeter lang. Wären diese Käfer größer, sie wären furchterregende Monster. Sandlaufkäfer sind aggressive Jäger, die selbst vor großen Beutetieren nicht zurückschrecken. Um eine große Käferlarve zu überwältigen, rotten sich mehrere Individuen zusammen. Wie ein Rudel Wölfe stürzen sie sich auf die Beute. Braucht nur Minuten, dann bleibt vom Opfer nur noch eine leere Hülle. Die wiedergewonnene naturnahe Flusslandschaft lockt jetzt viele Tiere, die sonst am Inn keinen Lebensraum mehr finden.
Viele dieser Wildtiere verlassen ihre Verstecke nur nachts. Wasserfledermäuse verbergen sich tagsüber in hohlen Bäumen des Auwaldes. Meist jagen sie Insekten im Flug. Fällt aber ein Nachtfalter ins Wasser, greifen sie ihn geschickt von der Oberfläche. In einer Steilwand am Inn brütet seit einigen Jahren wieder ein Uhu-Paar. Es sind wohl die vielen Frösche in den Altarmen, die den Uhu hierher gelockt haben. Ein Frosch ist für den Uhu ein Leckerbissen. Und leichte Beute noch dazu. Sobald der Grasfrosch das Wasser verlässt, ist er verloren. In einer einzigen Nacht kann ein Uhu Dutzende Frösche fangen. Aber der mittlerweile starke Froschbestand ist dadurch nicht gefährdet. In den Tümpeln wachsen ständig Zehntausende Jungfrösche nach. Die Au ist ein äußerst produktiver Lebensraum. Auf den letzten 60 Kilometern seiner Reise bildet der Inn die Grenze zwischen Bayern und Österreich. Hier stößt man auf ein Paradoxon, einen künstlich, doch unabsichtlich geschaffenen Naturraum. Dieser scheinbar unberührte Dschungel ist in Wirklichkeit ein Stausee. Das Europareservat Unterer Inn ist ein Nebenprodukt der Kraftwerksbauten im Zweiten Weltkrieg. Damals hatte man es eilig und verzichtete auf Deiche entlang der Ufer. So konnte der Inn hier deutlich in die Breite gehen. Im Lauf der Jahrzehnte sind am Rand des Flachwassers neue Lebensräume entstanden. Sandbänke, Schilfflächen, und Auwälder. Hier konnten sich unzählige Pflanzen und Wildtiere ansiedeln. Berühmt ist das Europareservat Unterer Inn vor allem als Vogelparadies. Auf den Schlickflächen sucht eine Vielzahl von Wasservögeln Nahrung. Bekassinen, Kiebitze, Krickenten und Brandgänse. Brandgänse? Deren Heimat ist eigentlich das Wattenmeer an der Nordsee. Hier erinnert der Inn tatsächlich an ein Watt. Denn riesige Mengen feinsten Sediments lassen die Stauseen allmählich verlanden. Durchziehenden Brandgänsen ist das nicht entgangen. Die exotischen Wattvögel teilen sich nun das Flachwasser mit den heimischen Wartvögeln.
Auf den verlandeten Schlammbänken haben längst Sträucher und Bäume Wurzel geschlagen. Und an den höher gelegenen Gestaden hat schon ein richtiger Auwald Fuß gefasst. Hier liegt ein Kleinod des Schutzgebiets. Ein wilder Weidenwald inmitten unwegsamer Sümpfe. In diesem Wald brüten drei Reiherarten nebeneinander. Eine der wenigen gemischten Kolonien in Mitteleuropa. Nachtreiher sind die Vagabunden des Auwaldes. Sie wechseln häufig den Brutplatz. Die Seidenreiher sind noch rar, aber einige Paare brüten hier. Am stärksten vertreten ist der Graureiher, der größte der heimischen Reihervögel. Trotz guter Jagdgründe ist die Aufzucht der Jungen Schwerarbeit. Fünf gefräßige Junge mit rauen Tischmanieren. Das braucht gute Nerven. Auch wenn sich das stärkste Junge gierig vordrängt, die Eltern achten meist darauf, dass keins zu kurz kommt. Der Nahrungsreichtum dieses kostbaren Feuchtgebietes lockt auch den Fischotter an. Am Hauptstrom sind Fischotter kaum anzutreffen. Das Gerinne ist zu einförmig und lebensfeindlich. Die Nebengewässer aber bieten alles, was ein Otter braucht. Vor allem dort, wo Biber die Au gestalten. Rings um einen Biberdamm finden sich deutlich mehr Fische, Frösche und Krebse als in der Umgebung. Hier gibt es eben weniger Strömung und mehr Wasserfläche und Struktur. Der Otter kennt die Vorzüge des Biberhabitats. Hier geht er nie leer aus. Kurz vor seinem Ende hält der Inn noch eine letzte Überraschung bereit. Auf den Inseln und Schlammbänken, mitten im Stausee, findet sich eine einzigartige Vogelkolonie. In guten Jahren brüten hier 10.000 Lachmöwen. Es ist eine der größten Brutkolonien Mitteleuropas. Hier geht es zu wie in einer Großstadt, inklusive Lärm und ständigem Flugverkehr. Die Vögel suchen die Nahrung auf den umliegenden Feldern. Das trug ihnen bei den Landwirten der Umgebung einen schlechten Ruf ein. Manche meinten, Lachmöwen plündern Saat- und Feldfrüchte. Die Bauern taten den Möwen Unrecht. Die sind sogar auf Agrarschädlinge aus. Drahtwürmer, Engerlinge und Raupen. Freilich verachten sie auch keinen Regenwurm. Jeder kluge Bauer schätzt sich glücklich, wenn in der Nähe seiner Äcker Lachmöwen brüten. In dem Durcheinander kann es sein, dass etliche Jungen nicht nach Hause finden.
und sich einfach in ein fremdes Nest setzen. So wird manches Nest unversehens zum Kindergarten. Wie in jeder Wohnsiedlung kann man auch hier nicht in Ruhe leben, wenn es den Nachbarn nicht gefällt. Die Jungen halten sich aus den Streitigkeiten der Großen heraus. Sie finden sich in Kindergruppen zusammen, abseits des Lärms. Streit hin oder her. Wenn es gegen einen Feind von außen geht, halten die Möwen zusammen. Das ist der große Vorteil, in einer Kolonie zu brüten. Kaum ein Greifvogel wagt es, diese aggressive Bande zu provozieren. Die rohe Weihe jedenfalls sucht schleunigst das Weite. Gegen Abend wird es ruhiger in der Kolonie. Die Jungen sind satt. Die Alten pflegen ihr Gefieder. Die Inseln, Schlammflächen und Auwälder liegen im Zentrum des Europareservats Unterer Inn. Menschen sind hier nicht erwünscht. Diese Abgeschiedenheit und Stille wissen auch Rehe zu schätzen. Ende Juli treffen sie sich zum Paarungsreigen. Für wenige Tage sind die Geißen empfängnisbereit. Dieses kurze Zeitfenster muss der Bock nutzen, um seine Gene weiterzugeben. Danach kehrt die Geiß wieder zu ihren Jungen zurück. Noch vor 100 Jahren war der Inn der fischreichste Fluss der Alpen. Millionen Barben, Nasen und Huchen zogen den Inn aufwärts zu den Laichplätzen im Gebirge. Tonnenweise wurden die Fische gefangen, die Märkte waren voll davon. Die Flussfischerei war ein bedeutender Wirtschaftszweig, der Inn eine reiche Quelle hochwertiger Nahrung. Schlagartig zerstörten die ersten Kraftwerksbauten 1922 diesen Reichtum. Heute fahren nur noch wenige Hobbyfischer auf den Fluss. Was sie nach Hause bringen, ist kaum der Rede wert. Es gibt zwar noch Fische in den Stauseen, aller Weltsarten wie Rotfeder, Lauben und Karpfen. Der einstige immense Reichtum aber ist verloren. So bald gibt es da kein Zurück. Vom bayerischen Stift Vornbach sind es nur noch wenige Kilometer bis zur Donau.
Als schmaler Keil schiebt sich die hochwassergeplagte Halbinsel von Passau zwischen die beiden Flüsse. Der grüne Inn drängt die um nichts mächtigere Donau zur Seite. Die Donau ist allerdings schon in Passau der längere der beiden Ströme. Und so fließen die Wasser des Inn fortan unter neuem Namen. Hinab ins Schwarze Meer, hinaus in die Ozeane, um irgendwann zurückzukehren in einem Wolkenstrom zu den Gipfeln der Alpen.